Willkommen zurück bei Valkyria Chronicles. Euer Lord Kalf ist wieder am Start und wir gehen gleich aufs Startfeld und das mit der Hilfe von Super Saiyajin Power. Rau. ja. Ich glaube, wir brauchen für das nächste Teil echt viel Geduld. Bin sehr gespannt, was auf uns zukommt und schauen wir uns einfach mal das Ganze an. Wir haben eine neue Schlacht vor uns. Wir sind bei Varios und der Feind ist in der kompletten, in dem kompletten Areal verteilt in der Wüste. Und wir kommen vom Süden, haben zwei Startpunkte und oben ist die Base. Wir werden Ruinen vorfinden, die uns als Deckung dienen werden. Heißt, wir haben keine Sandsäcke, sondern tatsächlich mal eine Deckungsoption. Und natürlich ist unser Ziel mal wieder, das feindliche Camp einzunehmen. Es gibt eine hohe Distanz, die man hier abdeckt. Und es wird empfohlen, ein oder zwei Sniper einzusetzen. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Das Problem ist natürlich, dass sie nicht sehr weit laufen können, also was Action Points betrifft. In diesem Fall sollen wir sie zum nächsten Camp bringen, retreaten und dann, wenn möglich, im nächsten eingenommenen feindlichen Lager wieder deployen. Ja, sollte uns eine große Hilfe sein und wir versuchen uns daran zu erinnern. Unser Sieg ist unser, wenn wir die feindliche Basis einnehmen und empfehle, wie immer, welchen stirbt. Der Feind nimmt unsere Base ein, alle Soldaten sterben und wir haben zum Glück 20 Züge Zeit. Ich glaube, hätten wir 10 Zeit, würde mich so anscheißen, ganz ehrlich. So, Position Units. Hier gibt es nur zwei und ich würde sagen, wir nehmen hier unseren Cesare wieder. Und ich bin mir nicht schlüssig, ob es Sinn macht, hier auch den anderen Sniper zu nehmen, weil sie empfehlen 1 bis 2. Ich würde sagen, wir riskieren das Ganze mal. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die da irgendwo in Sicherheit sind, um ehrlich zu sein. Und schauen uns an, was hier ansteht. Wir haben eine sehr, sehr große Map und wir wurden darauf hingewiesen, möglichst das nächste Camp zu nutzen. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wirklich auch alles nutzen werden. Da kommt eine Lichen, Melville kommt natürlich wieder mit. Er kommt hier hin. Hinter den Panzer kommt unser lieber Omer. Panzer, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt schon Sinn macht. Wir nehmen auf jeden Fall noch Rosie mit. Die kommen hier vorne hin. Ein Slot mehr möchte ich freilassen. Beziehungsweise retreaten kann man sie auch. Bin mir nicht sicher, ob wir wirklich alle Slots nutzen sollten. Weil im Endeffekt deployen kostet halt Kommandopunkte, was halt nicht so cool ist. Sie haben auf jeden Fall Panzer, aber ist die Frage, wo? Ich riskiere es mal, indem ich sie nicht an den Anfang setze. Und nehme noch einen Schockturm mit. In dem Fall, das Desert Energy ist nicht gut. Nehmen wir Hannes mit. Und lassen den einen Slot frei, würde ich sagen. Im Falle dessen, dass wir Lago oder. Beziehungsweise eigentlich sollten wir mindestens 2 Slots freilassen. Retreaten lassen können wir ja immer noch Leute. Beziehungsweise doch Lago nehmen wir mit. Weil er bringt uns einen Kommandopunkt.
Und das wird im Spiel leider Gottes nicht angezeigt. Und das ist unsere wichtigste Ware hier in dem ganzen Spiel, und zwar Kommandopunkte. Und damit haben wir doch tatsächlich alle Slots ausgefüllt, was ich eigentlich nicht geplant hatte. Aber schauen wir mal, wie das Ganze laufen wird. Und wir gehen in die Schlacht. Viel Glück! Ich bin, wie bei jeder Schlacht, nicht wirklich entspannt. Ich bin ja... Belgien schaut dabei auch viel ernster aus, also... Eine Torbursche hin und her. Wir... Oh. Der Platz ist wirklich irgendwie anders. Ich habe solche Steine mit Löchern noch nie, oder solche Formationen mit Löchern noch nie gesehen. Fadio sagte, diese Löcher sind das Resultat von der von dem Angriff, was dieses ganze Areal zerstört hat. Furious weiß jetzt nicht genau, für was es steht, aber es sind wohl so nicht Schluchten, sondern so Gräben, die in den Grund reingeschlagen worden sind durch die ganze Explosion. Meinst du das ernst? Das ist ja verrückt. Aber diese ganzen Gräben und Felsen sollten einen guten Schutz für uns abgeben. Und bei so einem offenen Feld, und das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst, sollen wir alles nutzen, was wir können. Squad 7, los geht's. Wir haben 10 Kommandopunkte, das ist schon mal sehr beruhigend. Und ihr wisst ganz genau, was ich jetzt tue. Speichern, weil... Ja, weil wir es können. Okay, das sieht ziemlich krass aus, also die Map ist riesig. Wir sehen hier zwei Panzer, die etwas weiter weg sind. Eine Shocktrooper, Longshocktrooper, zwei Lancer, um die ich mir Sorgen mache wegen Welkin. Noch mehr Shocktrooper, ein Scout, den wir schnellstens erledigen sollten. Und da oben sind zwei Sniper, im Gegensatz zu unseren Snipern, das ist natürlich noch unguter. Damit würde ich sagen, werden wir unseren Gerasi mal hier in die Game bringen. Ja, hier ist kein Scout, glaube ich. Er ist ein Shocktrooper, okay. Lasst uns hoffen, dass wir treffen. Ah, fuck. Darf ich? Ja. Lasst mir zumindest den Einzug nochmal revidieren. Das war der Shocktrooper, der steht nämlich genau da. Und ich möchte zumindest diesen Einschuss. Lasst mir das ihn zumindest mal redo. Damit wir eine kurze Übersicht nochmal bekommen. Das war, glaube ich, viel zu schnell entschieden. Ich möchte wissen, ob wir hier irgendwie einen sinnvolleren Schlag machen können. Oh, der ist nicht geschützt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein Sniper, soweit ich das sehe. Drückt uns die Daumen, dass wir treffen. Jawoll! Das war der erste Sniper. Der andere steht hinter dem Shocktrooper, das ist etwas ärgerlich. Alter, was? Okay, interessant. Unser Cesari wurde getroffen. Von dem Scout da unten.
und zwar dem da. Oder ist das... Ja, das ist ein Scout. Und der Scout Weimar. Jetzt die große Frage, bekommen wir den anderen Sniper irgendwie? Weil er steht genau hinter dem anderen Shock Trooper. Wir haben jetzt zumindest schon mal einen Sniper und einen Scout erledigt. Und nutzen das Ganze. Und er hat noch einen Schuss übrig. Und den möchten wir uns gut einteilen. Ich hoffe sehr, dass es, dass er trifft. Weil hinter dem Shock Trooper steht der Sniper, oder er kniet sogar. Das ist natürlich bitter. Drückt uns die Daumen, dass wir treffen. Ja, nice. Und das war ein Kommandopunkt sogar. Sehr gut. So, da. Unser Cesari ist out of Muni und out of AP. Wie ihr seht, wir haben ja echt einiges an Gegnern. Und wechseln auf unseren anderen Sniper. Den lieben Oscar. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht in Aktion gehabt. Und ich hoffe sehr, dass wir den anderen Sniper irgendwie, trotz dass er da versteckt ist, halbwegs Schaden zufügen können. Na, verdammt. Und er hat natürlich Notiz von uns genommen. Gut, probieren wir uns nochmal. Wir nehmen natürlich jetzt volles Risiko mit, dass die beiden da stehen. Die sind in Open Fire, das ist natürlich nicht schön. Okay, das war genau die Hälfte. Und jetzt müsste, glaube ich, Daumen drücken, dass wir ihn nochmal treffen. Ich möchte persönlich nicht schummeln, aber die zwei Sniper machen mir doch ein wenig Sorgen. Dann haben wir immerhin noch 4 Kommandopunkte über, also können wir uns dann um die anderen kümmern. Jawoll! Sehr geil. Wir haben 2 Sniper ausgeschaltet, 1 Shock Trooper. Wir haben zwar alle Moon aufgebraucht von ihm, aber das ist schon mal sehr, sehr geil. Dahin haben wir jetzt einen Shock Trooper, den Scout haben wir ausgebraucht. Wir haben 4 Leute schon ausgeschaltet. Nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt erstmal hier hoffentlich Schutz. Gut, wir haben, glaube ich, 1 oder 2 Schüsse vergeigt, aber das macht ja nichts. Das Hauptproblem, was ich jetzt sehe, sind die Lancer. Wir müssen ganz schnell zu dem Camp, damit hier keine Reinforcements reinkommen. Das sind immens viele Gegner, das ist Wahnsinn. Gut, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Eigentlich können wir unseren Omer da hochschicken, weil uns das, es gibt aktuell keinen Sniper hier oben. Und wir können die Sniper mit Moon versorgen. Schauen wir mal. Das Hauptproblem ist natürlich, die kommen nicht weit, die Shock Trooper. Und hier sind viele Gegner. Ich glaube, wir ziehen mal unseren Omer nach oben und versuchen, unsere Sniper mit neuem Moon zu befüllen. Oh, und man kommt da rum sogar, interessant.
Okay, interessant. Wir können mit ihm sogar noch auf jemanden schießen. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage. Und dann ist der da davor, das ist natürlich super hilfreich. Ja, wow, 4 Schaden immerhin aus der Entfernung. Ist jetzt nichts, aber ja, mein Gott. Die große Frage ist jetzt, abgesehen davon, dass ich speichern mag. Entschuldigung, Leute, dass ich es mache, aber ihr wisst selber, das Spiel ist taktisch so extrem interessant gemacht, dass man genau aufpassen sollte, was man hier tut. Die Frage ist jetzt, wen ziehen wir nach vorne? Ich würde sagen unseren Hannes, weil der hat keine Allergie in irgendeiner Form. Und der Shockproof wäre schon mal ausgeschalten. Und ich würde sagen, den können wir in Sicherheit ziehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das war Nummer 1. Und damit haben wir nämlich schon mal hier den vorderen Bereich der Linie exekutiert. Und jetzt kommen die Lancer, 2 Shock Trooper. Ja, es ist schon einiges, was hier noch ist. Aber bisher bin ich echt sehr zufrieden mit der ersten Runde, muss ich sagen. Es ist nur die Frage, wen ziehe ich noch mit nach vorne? Aber wäre ganz sinnvoll, wenn wir Rosie hier noch mit nach vorne holen. Und wir müssen aufpassen, ich glaube auch hier. Genau. Die Befürchtung habe ich gehabt, das hat Allergy. Sie kommt hier drüber. Und die die Frage, da sieht sie wen. Aber die Frage, wie stellen wir sie jetzt hin? Stellen wir sie da zur Seite oder dahin? Ja, machen wir es so. Okay, End this action. Und wir haben jetzt noch einen Kommandopunkt. Und mit dem würde ich gerne noch jemanden nach vorne holen. Und zwar einen von den Scouts von uns. Ist nur die Frage, oder um mehr an Sicherheit holen. Probieren wir es mal mit Melville, um vielleicht noch mit ihm was rauszuholen. Ja, die Scouts kommen ja doch sehr weit voran. Und wir haben einen Gegner schon mal. Okay. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Der Lancer schon mal dahin. Wer ist er? Da ist auf jeden Fall ein Gegner, den ich nicht sehe. Oh Gott, und Melville hat ja mal voll viel Schaden abbekommen. Oioioioi. Das ist gar nicht gut. Aber wir haben zumindest einen Lance ausschalten können. Es könnte ein Umstand sein, dass wir Melville verlieren. Das ist natürlich nicht so schön. Und da haben wir noch 2 Soldaten, die uns ihn madig machen könnten. Gut, dann beenden wir die aktuelle Phase und da ist ein Shock Trooper und ein noch ein Shock Trooper. Es könnte unter Umständen sein, dass wir Melville jetzt hier verlieren. Ist natürlich überhaupt nicht geplant, aber okay, die haben Verstärkung gerufen. Da kommt eine Shock Trooper. Okay, interessant. Hannes wehrt sich hoffentlich.
Jawohl. Interessant, Rosie hat sich hingelegt. Das ist sehr interessant. Okay, und das war's für Melville, schätze ich mal, oder? Nicht? Oh, plus gut. Aber er? Okay, Johannes hat ja einiges abbekommen. Aber dafür wehrt er sich sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut läuft. Das ist beruhigend, muss ich sagen. Und der Scout kommt jetzt nach vorne und wird natürlich wahrscheinlich auf Hannes zielen. Okay. Der Scout kommt jetzt. Oh. Oh oh. Ah, er will unseren Sniper abschießen. Die wehren sich natürlich nicht. Okay. Lief überraschend positiv, muss ich sagen. Und damit haben wir die erste Runde dieser Aufnahme, würde ich sagen, hinter uns. Und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Aufnahme. Auch im Schlachtfeld. Euer Kalf sagt ciao und bis gleich.